Das einzige Mal, dass du dir jemand gute Arbeit gesagt hat, war, als sie dir gesagt haben, welche deiner Sendung abgesetzt wird. Der Schmerz sitzt tief. Der Schmerz sitzt sehr, sehr tief. Deutsche Abendunterhaltung heute mit dem Gefühlte Fakten Podcast, dem Weihnachtssit des Jahres Made Nights gegen Tarkan und Christian und Musik von Madeline Juno. Herzlich willkommen zur neuen deutschen Abendunterhaltung an meiner Seite. Halleluja, der wunderschöne Andreas Lingsch. Und an meiner Seite der bezaubernde, einzigartige Lars Erik Pause. Wir bleiben aber nicht alleine, denn später bei uns im Bällebad sind Christian und Tarkan vom Gefühlte Fakten Podcast hier drin. Geil. Und es ist wirklich ein krönender Abschluss, muss man sagen, ja, für ein tolles Jahr. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber wir haben uns wirklich gemausert. Wir haben gezeigt, wir sind inzwischen wirklich eine ernstzunehmende Late-Night-Sendung. Und klar, das stößt natürlich auch bei den Medien auf großes Echo. So auch geschehen beim Medienmagazin ZAP. Mit einer intellektuellen Edelprostituierten schmücken sich gerade viele Medien gerne. Wobei ich sagen muss, Edelhure finde ich jetzt doch ein bisschen diffamierend dir gegenüber. Was soll denn das jetzt? Jedenfalls hat das Medienmagazin durchaus interessante Dinge investigativ herausgefunden. Das erklärt der Beitrag auch. Und so widmet ihr die Weltwoche ein großes Porträt. Das Problem? Die Porträtierte wollte das wohl gar nicht. Der Reporter habe sie privat als Escort gebucht. Für eine Zusammenarbeit habe sie nicht zur Verfügung gestanden. Okay, habe ich das richtig verstanden? Salome dachte, es geht um ein Sexdate und der Journalist dachte, es geht um Interview. Komisch, bei uns war das genau umgekehrt, oder? Ja, und vor allen Dingen, was ich auch gesehen habe, und ich kann es gar nicht glauben, deswegen lass uns dann gleich nochmal reinschauen. Kann es sein, dass Zapp mich aus meiner eigenen Late Night rausgeschnitten hat? Ja, mit einer intellektuellen Edelprostituierten schmücken sich gerade viele Medien gerne. Finde ich wirklich eine Unverschämtheit, mich aus meiner eigenen Late Night rauszuschneiden. Das geht doch gar nicht. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Und ich sehe gerade, haben wir jetzt den gleichen Gag gemacht und dich gerade in der Postpro rausgeschnitten? Das gibt's ja nicht. Also manchmal ist es auch, wie mich jetzt auch, oder... Naja. Vor allem den gleichen Gag. Das Medienmagazin hat sich einen Gag geleistet. Ja, wer seid ihr? Ja, euch würden wir natürlich nie rausschneiden. Das ist doch die neue deutsche Welle. Marc Lehmann und Felix Farkas. Hab ich vergessen. Ja. Hallo, ihr beiden. Hallo. Na? Habt ihr was Geiles? Wir haben was Geiles. Na dann los. Ein bisschen soulig heute für die Kommentare. Warte, wir steppen mal ein bisschen raus, ja? Ich brauch den Break. Du kannst zeigen wieder mal viel Liebe für das Intro. Als nächstes fehlt wohl offensichtlich nur die große Live-Show. Der Gedanke, den Mr. Brillo vier gleich in den Kopf schoss. Katjana ist einer der lustigsten Menschen im Bohnenkosmos. Am Feedback konnte man mal wieder ziemlich deutlich sehen, dass viele von euch auf die Auswahl der Musik-Acts stehen. Wir haben's geschafft, das große Ziel, das unerreichbar schien. Andreas Viehoff hat uns von dem Second auf den ersten Screen geholt. Die neue deutsche Bälle. Und wenn auch ihr von diesen beiden Jungs gesungen werden wollt oder gerappt werden wollt oder was auch immer sich die kecken Hühner da drüben noch so einfallen lassen, dann schreibt doch einfach ein paar lustige, informative Kommentare in die
Kommentare, würde ich vorschlagen. So, Andreas, jetzt wollen wir es ja auch ein bisschen besinnlicher haben, denn es ist ja kurz vor der Weihnachtszeit. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ich sag mal so, ich freue mich auf vollbesetzte Züge und dann Fotos machen. Ne? Ja. Also das ist für mich Weihnachten auch. Und du freust dich natürlich auch auf ein Projekt, das wir hier gestartet haben. Und zwar kennst du ja dieses Band-Aid-Ding mit Do They Know It's Christmas Time und sowas. Ja. Dachten wir, das ist ein bisschen zu viel gute Sache, ein bisschen zu wenig Weihnachtsstimmung. Häufiger Kritikpunkt an Band-Aids. Zu viel gute Sache. Deswegen machen wir jetzt genau das Gleiche mit ein bisschen weniger guten Sache, aber dafür umso mehr Weihnachtsstimmung. Wir haben ein bisschen Weihnachtslieder neu interpretiert. Es geht ein bisschen um Google Translate, was genau dabei rausgekommen ist und welche Allstars hier von Rocket Beans TV da in diesem Einspieler auftauchen. Das erfahrt ihr jetzt. Der Schnee trampelt leise. Der See ist still und felsig. Weihnachten scheint ein Wald. Viel Spaß, Christkind, Kind, komm bald. Tiefste Liebe.
frohe Weihnachten, ihr Lieben da draußen. Und wenn ihr euren Liebsten auch noch einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr diesen Song, den ihr gerade gehört habt, teilen, denn wir haben ihn jetzt in diesem Moment auch auf YouTube hochgeladen. Also schickt ihn an alle Freunde und Bekannte. Apropos Freunde. Wir haben gleich noch Freunde bei uns im Bällebad. Die haben sich ein Getränk gewünscht, und zwar einmal ein Bier und einmal eine Fassbrause. Die stecke ich jetzt hier rein in die Flaschenpost. Dann sehen wir die Jungs gleich. Vorher müssen wir noch einmal durchatmen. Okay, Leute. Es ist zwar super gefährlich, aber diesmal ziehen wir es durch. Eine Woche Überlebenstraining in der Wildnis. Kein Kontakt zur Außenwelt. Keine Smartphones, keine mitgebrachten Lebensmittel. Wir jagen alles selbst. Wir trinken Regenwasser, essen Würmer und schnitzen uns unsere eigenen Waffen. Ja! Ach, was war das jetzt, Junge? Ein Kasten Wasser und 8 Rollen Toilettenpapier. Vierlagig. Natürlich vierlagig. Ja, ist hier schon. So. Das ging ja schnell. Wie hat sie uns denn so schnell mitten im Wald gefunden? Gummersbacher Straße 43. Steht hier. Mann, jetzt macht euch nicht lächerlich. Ihr seid nicht mitten in der Wildnis. Ihr seid keine Teenager. Und das ist nicht mal im Ansatz ein Messer. Und jetzt kommt rein, Leute. Essen ist fertig. Yay! Jetzt kommen sie zu uns ins Bällebad. Wir beide sind schon geil. Ja. Die Erotik, sie knistert schon. Wie oft wurde auf diesem Sender schon über schlechte deutsche Comedy gesprochen? Zweimal. Und das soll heute nicht noch ein drittes Mal passieren, sondern heute soll es um gute deutsche Comedy gehen. Denn unsere beiden Gäste sind wohl die besten deutschen Comedy-Autoren, die dieses Land zu bieten hat. Und sie haben sich zusammengetan und einen Podcast kreiert, der gefühlte Fakten-Podcast. Heute sind sie bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr, sie jetzt begrüßen zu dürfen. Tarkan und Christian von gefühlte Fakten. Woo! Klimawandel. Ja, als ob 9-11 ein Inside-Job. Die Erde flach, ich kenn die Akten. Das ist kein Bullshit, das sind gefühlte Fakten. Herzlich willkommen. Tarkan und Christian! Und natürlich auch die neue deutsche Welle! Marc Lehmann. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Dieser ist da schon. Lass erstmal Wasser ein bisschen ab, ganz ja, genau. Ja, ein bisschen reinkommen. Ich habe euch ja gerade schon ein bisschen anmoderiert, angeteased. Aber dennoch, für alle Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen, ihr habt jetzt einen Podcast, gefühlte Fakten, auch schon ein bisschen länger. Wo habt ihr euch kennengelernt und wie kam es zu diesem Podcast? Ich bin noch nicht über das Bällebad weg, sorry, ich brauche noch... Ja. Wir haben dir vorhin extra eine halbe Stunde gegeben. Die Sea-Watch kommt gleich, glaube ich. Es ist wirklich die ersten zwei Gäste, die hier ertrinken. Aber es ist unfassbar sauber, es ist das sauberste Bällebad, in dem ich je war. Normalerweise sind immer so 3-4 ekelhafte Pflaster, noch ein paar Tampons und dann kann man das Kind direkt reinwerfen, ist direkt geimpft. Das ist sehr, sehr sauber und Tarkan weiß das, weil immer wenn seine Eltern bei Ikea einkaufen gehen, geben die ihm Bällebad ab. Okay, ja. Wir haben uns auf jeden Fall beruflich kennengelernt beim Neo-Magazin, wo wir beide Autoren waren, bis es eingestellt wurde und jetzt ins Hauptprogramm gewechselt ist. Das erste Mal, dass ich Tarkan gesehen habe, war bei einer Party vom Neo-Magazin. Ja. Er stand neben mir am Pissoir und wir wussten jeweils nicht, wer der andere ist. Und Tarkan meinte zu mir dann so, dass er Autor ist. Und dass das er war meinte, das Erste, was er dir gesagt hat? Das war das Zweite. Oh Gott, dann, das sind ja die Besten. Und dann meinte er zu mir, dass wenn ich mich ganz fest anstrenge, ich vielleicht auch irgendwann fest angestellt werde. Frei angestellt ist. So haben wir uns kennengelernt. Ich habe übrigens noch was Leckeres zwischen meinen Beinen für euch. Okay. Ich das mal einfach. Was ist das? Und Getränke auch noch. Wie oft machst du den? Ja, zweimal erste diese Staffel. Das sollen sie jetzt aufbeißen oder wie ist der Plan? Sehr tief, warte mal, ja. Ich kümmere mich mal, der Rest ist schon sehr, sehr tief im Bällebad hier. So, dann habt ihr euch kennengelernt und euch lieben gelernt beim Neo-Magazin. Und dann habt ihr irgendwann gesagt, lass uns einen Podcast machen. Oder wie kam es dazu? Wir waren die einzigen beiden weißen Männer, die noch keinen Podcast hatten. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir das auch. Ja. Es tut mir leid, Moment, ich baue nochmal ganz kurz. Du musst noch ein bisschen akklimatisieren, oder was? Ich habe überall Bälle in meinem Hintern. Das ist Christian, magst du mit dem Flaschenöffner vielleicht im Bergheim stelle ich das auch nie. Wirkt das lässig, wenn ich hier so hänge? Nee. Es sieht immer lässig. Danke. Um was geht es denn bei eurem Podcast?
Das ist eine sehr gute Frage. Das finden wir dann in den nächsten Folgen vielleicht heraus. Also, noch eins? Kannst du trinken. Dankeschön. Hier ist noch irgendwo eine Flasche, aber keine Ahnung, wo die ist. Wir sind noch vier Stück gerade in einem Bällebad. das finden wir gerade heraus, aber eigentlich ist es bloß ein Ort, wo wir, weil wir als Autoren ja harte Arbeitszeiten haben und für andere Menschen schreiben müssen, einfach rumimprovisieren. Und all die Gags, die abgelehnt wurden und all die Prämissen, die zu absurd sind, das sind wirklich sehr viele, da einfach rauslassen und so ein bisschen freidehnen, einfach so ein bisschen improvisieren und wirklich alles aufgreifen und über alles versuchen, so ein bisschen Gags zu machen. Haltet ihr da so ein bisschen Respekt vor? Weil wir haben uns irgendwie bei unserem Podcast gesagt, oh Gott, wir wollen bloß keinen Laber-Podcast haben, weil dann musst du immer alles aus dem Nichts erzeugen. Nicht wirklich. Wie war das bei euch? Also habt ihr immer die Chance, habt ihr immer Themen? Sorry. Oder sitzt ihr auch manchmal auf dem Trockenen, wenn ihr sagt, okay, ist nicht so viel passiert? Also wir sind ja wirklich ein klassischer Laber-Podcast. Also ja. Wir setzen uns Dienstag oder Mittwochabend hin und labern tatsächlich einfach nur über das, was letzte Woche passiert ist. Und wenn halt mal nichts passiert ist oder einer von uns schlecht geschlafen hat oder schlecht gekackt hat oder so, dann reden wir halt darüber. Mhm. Und ich glaube, ein bisschen macht das den Podcast so aus, dass wir halt immer versuchen, was Lustiges auch aus nichts rauszuholen. So. Aber vorbereitet ist eigentlich nichts. Meine Lieblingsrezension auf iTunes ist scheiß Podcast, nichts ist recherchiert, Ausrufezeichen. Meine Mutter geschrieben. Dabei habt ihr euch ja mit dem Namen abgesichert eigentlich. Ja, das stimmt. Das ist schon ja ein bisschen. Ja. Ich habe heute an euch denken müssen, und zwar habt ihr ja auch mal über Jogginghosen gesprochen oder häufiger über Jogginghosen. Ihr seid ja beide Jogginghosen-Fans. Das passiert, wenn wir dann nicht wissen, worüber reden. Genau, deswegen komme ich gerade drauf. Und da habe ich gehört, dass in irgendeiner Schule in NRW, glaube ich, Jogginghosen jetzt mal wieder verboten werden. Gelesen, ja. Und du da irgendwie den Pausenhof reinigen musst, wenn du doch eine Jogginghose anziehst. Ja. Was sagt ihr denn dazu als Jogginghosen-Experten? Das ist ganz gut, weil man dann direkt schon so, also je nachdem, wie es läuft, aber so für seine Zukunft üben kann. Wow! So eine direkt angeschlossene Ausbildung noch. Ja, finde ich absolut lächerlich, aber andererseits denke ich mir, wenn es einen Ort gibt, also es gibt so Diskussion, wo ich denke, ja, Autorität ist scheiße, aber wenn es einen Ort gibt, dann doch da. Also, dass Schule kacke ist und so, das weiß man ja. Und wenn das jetzt auch noch so frei laufend wäre, irgendwie so Waldorfartig, da hat man ja gar nichts mehr, worüber man sich aufregen kann. Deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, dass da noch so Scheißaktionen abgezogen werden, so autoritäre Kackaktionen, dass man sich da schön auslassen kann. Weil wogegen soll man sonst noch rebellieren? Ja, warum soll man sich sonst eine Jeans holen, wenn es nicht mehr in der Schule notwendig ist? Stimmt. Wann trägt man die dann noch? Wir hatten heute kurz überlegt, in Jogginghosen zu kommen. Ja, ja, ja. Also, ich war gespannt. Hier sieht man ja gar nichts. Ja, gut. Ich habe jetzt gar keine Hose an. Inzwischen mehr. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Ja. Aber ihr habt ja auch. Krasse Pointe am Ende. Nicht vorher abgesprochen gewesen, die Anekdote. Ja. Ihr habt ja auch so gerade schon gesagt, ihr habt ja genug nebenbei zu tun. Christian, wir haben uns irgendwie im Sommer oder so gesehen, wo ich schon gefragt habe: Ey, sag mal, kommt eigentlich wieder ein Weihnachtsbuch von dir? Nachher habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich jetzt mittlerweile auf Twitter gesehen habe, dass die ständig irgendwelche Leute fragen: Was ist mit Weihnachten? Wann kommt das nächste Buch raus? Verspürst du da großen Druck? Du hast ja mehrere Jahre hintereinander Bestseller-Bücher geschrieben. Ja, ich weiß auch nicht warum. Also die letzten zwei Bücher waren Bestseller, keine Ahnung warum. Und da ging es halt um Weihnachten, aber das nächste Buch hat jetzt nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Ostern, das ist das große Ding. Hanukka, du meinst Hanukka. Oh. Das ist ganz nice, ja. Ich schreibe gerade ein neues Buch, aber das dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt. Und keine Ahnung, ich weiß noch nicht so genau. Also bist du da gechillt, weil es gibt ja viele Autoren, die sagen, ey, diesen Druck halte ich irgendwann nicht mehr stand. Weil ich habe, also dann trinke ich halt mehr. Das ist die Lösung, liebe Kinder da draußen. Merkt euch das. Wie sieht's bei euch jetzt aus? Live? Ist es also, Podcasts sind ja immer mehr live auf Tour. Die Leute sind auch bereit. Wir haben auch sehr viele Anfragen gehabt und dachten, ja komm, wir trauen uns eigentlich noch nicht, weil wir haben gerade so es hinbekommen, quasi mit Aufnahme das irgendwie hinzukriegen, dass wir nicht denken, scheiße, das war ultra peinlich. Und jetzt noch vor Menschen, vor ganz vielen. Aber es sind Radiosender uns angetreten und haben gesagt, hey, wir haben Podcast-Festivals, wollt ihr da nicht auftreten? Und ich meine, Festival, so wie ich das kenne, geil. Da treten dann irgendwie 6, 7 Podcasts auf, so wie Bands, und wir sind um 23.30 Uhr irgendwie. Dann hören die halt. Der kleinen Bühne. Ja, mittags hören die irgendwie Podcast-UFO, später hören die irgendwie Gag-Reflex und dann abends, wenn die dann rumlungern, hören wir uns da. Und sehr wenig Druck und niemand muss sich Karten für uns kaufen, ist doch perfekt.
Ja. Komisch, wieso werden wir da nie eingeladen? Naja, ja, das Problem ist... Wir haben die Verträge nicht gelesen. Naja, es geht. Also wir haben dann zugesagt und gesagt, ja cool. Bis dann rauskam, ja geil. Übrigens, Podcast-Festival heißt an jedem Tag einfach nur ein Event. Also es ist ein ganz normaler Live-Auftritt. Die Leute kommen nur für uns an dem Tag. Also es ist in Berlin, Hamburg, München und Köln. Und die kommen nur für uns, setzen sich dahin und es ist ein ganz normaler Live-Auftritt. Hat nichts mit Festival zu tun. Nee. Ja, und jetzt haben wir 4 Termine, an denen wir das ausprobieren und machen. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding, bei Comedy-Autoren denkt man ja oft so, okay, ist der nächste Schritt dann Stand-Up. Ja. Und eigentlich heutzutage ist es dann eher, okay, dann schaut man mal irgendwie einen Podcast an und dann aber doch über Umwege so, über einen Live-Podcast dann doch wieder zum Stand-Up. War das für euch eine Option, Stand-Up zu machen? Für also dich schon? Offensichtlich schon. Ja, also das Gute ist, wenn man Stand-Up nicht kann, ist halt Podcast ein sehr gutes Medium. Weil Stand-Up, da stellt man sich hin und hat was vorbereitet und sagt, und jetzt bin ich mal lustig. Und Podcast verzeiht einem das halt jeder, wenn man nicht so nichts vorbereitet, man ist nicht lustig. Exakt. Ja, gut. Großer Unterschied. Ja. Aber spontan. Und in der Quintessenz ist es ja eine Art improvisierter Stand-Up. Es ist ja ein, quasi zu zweit, wirft man sich da Prämissen zu und redet ein bisschen. Wem erzähle ich das? Aber es ist ja eine Art improvisierter Stand-Up. Und das ist, glaube ich, so, wenn man das dann irgendwann raus hat, dann fragt man sich bestimmt, warum bereite ich denn nicht mal was vor? Und dann ist das, glaube ich, ein sehr kleiner Schritt. Also ich probiere das auch ein bisschen aus. Bisher immer schief gegangen, also so 5 Minuten Open-Mic-Spots, war auch ganz okay, war ganz nett, aber ich glaube, die nächsten 3 Jahre erstmal noch Podcast und dann schauen. Aber es hat noch niemand davon abgehalten, Stand-Up zu machen, nur weil er es nicht kann, deswegen go for it. Also der erste Schritt ist ja der schwierigste, diese Slots anzunehmen bei Open-Mics, dann bist du ja, hast du ja schon den ersten Fuß drin, das ist ja die erste große Hürde überhaupt. Ja, ich glaube, die große Hürde ist danach nochmal aufzutreten, weil es war wirklich, also ich hatte einen Auftritt, der war ganz gut, dann der zweite war das Schlimmste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Und mein Vater ist an Krebs gestorben. Also dem Ding ist gut, dem geht's sehr, sehr gut, dem geht's sehr, sehr gut zum Glück. Nur Gott sei Dank. Aber es war wirklich schlimm, weil es war unfassbar. Also dann machst du einen Gag und es ist nicht Stille, es ist Vakuum. Also quasi, es ist weniger als Stille und es wird aufgesaugt und da habe ich echt gedacht, ich mache das nie wieder. Hatte dann aber schon zugesagt und dann der nächste Auftritt danach war auch wieder ganz okay, also so langsam rantasten. Was ganz, was Spaß macht oder was mir Spaß gemacht hat, waren halt Lesungen mit den Büchern. Das ist ja auch ein bisschen wie Stand-up in Anführungszeichen, du hast halt lustige Passagen vorbereitet, die du vorliest und dazwischen habe ich halt immer irgendwelche Anekdoten erzählt, die mir in der Stadt passiert sind oder sowas. Und das Coole war halt da, wenn es nicht funktioniert hat und Vakuum, Stille war, konnte ich mich halt immer hinter dem Buch wieder verstecken. Ah, okay, das ist perfekt. Weiterlesen. Das komm mal zurück zu Weihnachten. Das war ganz gut. Aber auch genau. Ganz geil als Stand-Up-Idee, dass man so einen Jongleur hat, also der immer dann, wenn die Gags sich zünden, reinkommt und dann so ein Feuerschlucker. So zur Ablenkung. Das ist wirklich nicht verkehrt. Ja. So, damit so ein würdest ein sehr guter Jongleur dann werden wahrscheinlich. Ist deshalb vielleicht Poetry Slam entstanden, dass man quasi immer so seinen, seinen Notizblock... Das ich glaube, Poetry Slam ist entstanden, weil jemand nicht richtig rhythmisch sprechen konnte. Also aus Versehen. Aber ich finde das immer so peinlich. Ja. Dann kommt dieser Text, bedeutet mir super viel. Ja, dann lerne ihn auswendig. Warum muss das ist das Wichtigste in meinem Leben. Guter Punkt, richtiger Punkt. Du hast vorhin schon gesagt, du warst beim, du bist beim Neo-Magazin, beziehungsweise warst beim Neo-Magazin. Wie bist du da mit 13, glaube ich, reingekommen? Letztes Jahr also. Ja, ja, so gefühlt. Komischerweise, meine Einstellung, meine Entjungferung waren beide, nein, Quatsch. Das ging auch von tatsächlich. Jan. Ja, das war ein Gag, das war der Versuch eines Gags. Nee, das ist so in ganz kleinen Schritten, wie das immer passiert. Nein. In so ganz kleinen Schritten. Ich wollte eigentlich Journalist werden, das ist gescheitert. Da habe ich gemerkt, man kann auch in anderen Branchen relativ wenig Geld verdienen. Und dann ist das wirklich über 6 Umwege. Habe ich dann irgendwann als One-Liner-Auto angefangen beim Neo-Magazin. Also die dann wie alt so, warst du da? Da war ich 19, 18 um den Dreh. Und dann quasi so neben dem Studium so One-Liner eingeschickt. Und dann hatten die irgendwann das Projekt Gute Arbeit, Originals, was so eine Sketch-Show war. Und da haben die neue Autoren besucht und dann wurde ich angeschrieben, hey, willst du dich nicht bewerben? Und ich dachte, geil, ich hab's sicher. Und dann, nee, du musst dich schon ganz normal wie jeder andere Mensch bewerben. Und dann irgendwie 400, 500 Leute haben sich da beworben. Und das Problem ist, ich dachte, es ist cool, dass ich Leute kenne. Stefan Titze war damals auch Autor. Das Problem war, weil die mich kannten, haben die sich halt rausgehalten aus der Entscheidungsfindung. Also es hat am Ende dann nur eine Person entschieden, wohingegen bei den anderen Leuten, die dann halt abgelehnt oder zugesagt wurden, da eine Diskussion gab. Und hätte die Person gesagt, irgendwie mag ich den nicht, wäre ich sofort raus. Das war Sebastian Teitke, der Creative Producer. Aber der fand das ganz okay, was ich da eingereicht habe als Bewerbung. Und dann habe ich da als Autor angefangen. Und darüber dann
ins Neo-Magazin umgezogen. Das war ja bloß ein Vierteljahr zwischendurch. Ja. Wie war jetzt die letzte Folge? Nach so langer Zeit? Also wir haben es im Internet gesehen, dass du deinen Hut verloren hast. Das war ein bisschen, hat ein bisschen die Runde gemacht. Ja, das Problem ist, das war ein Musical und es mussten sehr viele Nummern halt nochmal gemacht werden, wie in jedem Musical. So, wenn das Fizz irgendwie beim Schlagzeuger nicht stimmt oder so. Und das war die letzte Nummer, war, dass alle nochmal rausgekommen sind. Und dann hätten wir. Ich fänd's gut, wenn wir die Sachen rausschneiden und nur das jonglieren. Herr Tucker hat die ganze Zeit jongliert im Bällebad. Was war denn da los? Ja. Ja, jedenfalls war es die Schlussnummer. Und wenn man da verkackt, dann hätte man halt die Schlussnummer nochmal. Und keiner hatte Bock, nochmal irgendwas zu machen. Und deswegen hatte ich so Schiss, weil ich hatte in der Schlussnummer, wo alle rauskommen sollten, wollten so mit den Hut wedeln, wir da hinten. Und da habe ich den Hut verloren. Und der ist wirklich an Youngs Gesicht so ganz knapp vorbei auf dem Boden. Ich dachte, fuck jeden Moment. Und dann ging es aber weiter, Gott sei Dank. Und dann habe ich als Plan B Jazz Hands gemacht. Mach mal Jazz Hands? Ich versuche, ich habe mein Getränk noch zwischen den Beinen irgendwo. Das wirst du nie wieder finden. Du bist jetzt. Okay, jetzt ist es weg. Hast du sehr gut gemacht. Die Jazz Hands. Ja, zwischen euch sind ja auch gefühlt 30 Jahre Altersunterschied. Ja. Und man merkt das auch in der Folge, habe ich jetzt gehört, du hast irgendwie Karl Kani angesprochen und Slutko von Big Brother. Ja, du kanntest das einfach nicht. Ja. Da sieht man mal, was der Altersunterschied ist. Ist das häufiger mal ein Problem bei euch? Oder? Das sind 10 Jahre Altersunterschied, ne? 10 Jahre? Ja. Ich bin 12? Scheiße. es ist eigentlich nie ein Problem. Ich glaube, das macht es vielleicht so ein bisschen aus. Also, es ist immer. Wenn ich von Sachen rede, von denen Tarkan keine Ahnung hat, ist immer lustig, weil er so tut, als hätte er Ahnung. Auch wenn wir über Fußball reden zum Beispiel, ist es immer so, dass Tarkan der festen Überzeugung ist, dass er weiß, wovon er redet und das immer sehr gut rüberbringt und das macht es vielleicht so ein bisschen, aus. Ja, man muss dazu sagen, also ich kenne auch viele Dinge nicht, weil ich jünger bin, so einfach, weil ich ein bisschen dumm bin auch. Ja. Also ich bin nicht so versiert, nicht so versiert mit Popkultur. Und oder Kultur. Oder Kultur. Oder Pop. Oder Poppen, ja. Aber ich kann ein bisschen jonglieren. Im Podcast verstehen die beiden sich super gut, aber wir wollten mal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn sie sich gegenüber sitzen und sich beleidigen müssen beim Dissfest. Bitte, ich überlasse dir den Vortritt. Dankeschön. Okay, Tarkan. Mhm. Du siehst aus wie ein cracksüchtiger Faisal Kawusi. Fick dich. Wenn ich, dann bist du aber der hässlichste unter den Mockridges. Aus der Mockridge-Familie. Den selbst der Erfolgscoach Mockridge aufgegeben hat. Den kann ich mal. Aber ist nicht Faisal Kawusi der unerfolgreichste und hässlichste Mockridge? Das Adoptivkind. Ja. Sag mal, können wir den zurückgeben? Wir haben alle unsere Kinder lieb, aber. Tarkan, du siehst aus wie ein schlecht ernährter Maulwurf. Wo kommt das denn her? Ich hab was Nagetierhaftiges an mir. Ja. Christian, du siehst aus wie eine Hartz-IV-Version von Mr. Robot. Okay. Der Low-Budget Mr. Robot. Okay. Komm, 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 komm. Deine Stimme klingt wie der feuchte Traum von Michael Jackson. Oh. Hihi. Nee, meine Stimme ist so dünn, sie könnte der Haaransatz von, Lars ist der Gag. Lars ist der Gag. Sie könnte der Haar. Ich wollte deinen Haaransatz nehmen, aber der ist eigentlich ganz gut. Okay. Ja, meine Stimme ist so dünn, sie könnte der Haaransatz von Lars Pausen sein. Ja. Sehr gut. Naja. Deine Stirn ist übrigens so flach, könnte ein Witz von Andreas Lynch sein. Okay. Oh, sorry. Stille im Bällebad. Das einzige Mal, dass du dir jemand gute Arbeit gesagt hat, war, als sie dir gesagt haben, welche deiner Sendung abgesetzt wird. Der Schmerz sitzt tief. Der Schmerz sitzt sehr, sehr tief. Einzige, was erbärmlicher ist als dein Schreibstil, ist dein Bartwuchs. Ja, den meisten, dein Bartwuchs. Den meisten Bartwuchs in deiner Familie hat deine Schwester. Ah, sehr gut, sehr gut. Du bist Rassist und Alkoholiker, also ein ganz normaler Bayer. Ich hoffe, das ist meine Kamera. Ich gucke immer da rein, wenn ich... Ja, wir filmen gar niemand. Wir müssen ja nur was unter uns klären. Die haben einfach gemerkt, dass wir uns nicht so gut verstehen und dann haben die uns hierher gesetzt. Das Format ist auch ein ganz anderes. Das wäre ein Millionär. Aber ich würde sagen... Nee. Gutes Unentschieden. Ach, komm. Ihr versteht euch gut, Hauptsache ihr wisst, wer ihr seid und kennt euren Partner sehr gut, denn nach der Werbung werden wir auf jeden Fall noch ein kleines Spielchen mit euch spielen. Das heißt, fantastische Überleitung jetzt. Late Nights. Die Zuschauer da draußen werden es schon mal gehört haben. Außerdem haben wir Madeline Juno später noch hier, musikalisch. Und ich frage mich immer noch, wo Katjana und Nils sind.
Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber jetzt kommt die neue Deutsche Welle und wir machen eine kleine Werbung. Deutschland stolpert über E-Scooter, HC Strache über Ibiza, Kloppo siegt in der Champions League, Brexit, Deal bleibt Nervenkrieg, Rezo hat die CDU zerstört, Peter sitzt auf dem Boden und die Bahn ist empört, Amazonas steht in Flammen, genauso tut es Notre Dame, kein Plan, was kommt nächstes Jahr, nur eins ist sicher, NDA, Late Night aus dem Bällebad, 2020 wieder am Start. Was ich mir oft denke, so, was wäre eigentlich, wenn wir in einer Welt leben würden, wo Menschen und Fische dieselbe Sprache sprechen können? Also Fische, also alles unter Wasser und über Wasser, wir kommunizieren könnten. Aber ich, ist doch schon so. Also Fische können ja, hast du schon mal unter Wasser versucht zu reden? Mhm. Ja, das klingt ja wie ein Fisch. Und ich glaube, dass die Fische reden halt unter Wasser und das klingt dann halt so wässrig. Mhm. Aber das Problem ist, dass Fische an Land nicht reden können. Aber ich verstehe Fische nicht unter Wasser. Verstehst du Fische? Also manchmal... Ja. Nee. Aber hast du denn schon mal überhaupt zugehört? Hm? Hast du schon mal... Ja, siehst du? Hast du schon mal zugehört? Die meiste Zeit denken so, ich bin unter Wasser. Nee, eben nicht. Ich so, ja, ich weiß doch. Ja, wann hast du das hier letztes Mal richtig lang mit einem Delfin oder mit einem... Delfin ist kein Fisch, das ist ein Säugetier. Okay, jetzt sind wir so politically correct. Das ja, dann musst leid. Du auch dabei... Die sind sehr klug. Okay, wenn du jetzt mit einem... Was ist ein roten Fisch redest? Was sagt was dir ist denn dieser rote Fisch? Ach, diese Oberflächlichkeit. Sorry, wenn warum ich nicht immer alles rot richtig sein? Sage. Dann sag doch wenigstens ein Barsch oder eine Forelle. Ein Barsch, ja. Was hat denn der Barsch letztens zu dir gesagt? Ja, das meine ich doch. Wir hören nicht mehr. Ja, du hörst ja nicht zu. Wenn du... Andere Leute sagen mir immer sowas wie, ja, die wollen kein Plastik da haben. Und ich so, hey, warum, woher wissen wir das? Ja, genau, das keiner weiß halt keiner. Keiner hört denen ja zu. Das projizieren wir auf die und mein Ängste. Gott! Wenn du einmal unter Wasser gehst und hältst mal die Fresse für mich. Ich halte doch immer die Fresse. Das stimmt, du laberst. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich mehr im Wasser wäre, dann würde ich mehr zuhören. Ja, und du schreist jetzt ja auch noch rum, ey. Dass der letzte Fisch auch... Ich... Oh, Mann. Bin ich schon drauf? Mach ich mal Play. Ja toll, jetzt hier ohne Mark oder was soll der Scheiß? Ich hab gar keinen Bock drauf allein. Ne? Spiel hier irgendwie Scheiße ab und kümmere die Keule. Warten alle auf Made Nights. Auf Made Nights. Es waren alle auf Made Nights. Auf Made Nights bei NDR. Zieht euch den Scheiß rein. Made Nights bei NDR. Mayende, ja. Fantastisch. Felix, ganz alleine im Fahrstuhl. Es tut mir sehr leid, Felix, aber ich bin bald wieder da. Aber er hat es richtig erkannt. Ja, komm. Ich stehe nicht im Fahrstuhl, sondern stehe im Set von Made Nights. Nun, wow. Die treuen Zuschauer erkennen das Ganze hier. Die wissen sofort, was passiert, wenn sie diese Studiokulisse sehen. Für alle anderen erkläre ich es nochmal ganz kurz. Es ist recht simpel. Ich werde Fragen stellen und ihr versucht, diese Fragen zu beantworten. Jeweils habt ihr dafür ein Klemmbrett vor euch und schreibt dort eure Antwort auf. Ziel ist es dabei, möglichst die Antwort zu nennen, die euer Spielpartner auch gibt. Das heißt, ihr versucht im Team Andreas, Lars, Tarkan, Christian die gleiche Antwort zu nennen, ja. Ich glaube, es erklärt sich sehr leicht, wenn wir loslegen. Mhm. Und das tun wir einfach direkt mit der ersten Frage. Nun. Wir müssen heute mal gewinnen, Lars. Ja. Wir haben hier noch nie die Scheiße gewonnen. Hier kommen irgendwelche dahergelaufene Leute, die sich gerade vor der Tür kennengelernt haben und schlagen uns um Längen. Noch nicht einmal gewonnen, das ist Fakt. Ich frage euch, was denkt ihr jeweils? Wer von euch beiden hat die schönere Podcast-Stimme? Was denkt ihr jeweils? Sind gespannt, fleißig. Wird geschrieben.
Sind alle fertig mit Schreiben? Ja, das sieht so aus. Ich bitte gleichzeitig die Klemmbretter umzudrehen auf 3, 2, 1. Bitte. Ja. Wir sehen. Das war eine Fanfrage. Wir sehen eine Übereinstimmung hier drüben. Das ist mega weird, seinen eigenen Namen hinzuschreiben. Okay. Christian hat den Vorteil, er war schon im Stimmbruch. Ich warte noch. Ja, ja. Deine Stimme ist so dünn, sie könnte Lena Meyer-Landrut sein. Warte. Das war 2017 ein guter Gag. Ja. Alles klar, sehr gut. Nämlich fett. Warte, ich brauche einen Genau. Ja, bei mir ist generell so, ich habe ja bei der Band 8-Nummer, als wir gesungen haben, habe ich auch eigentlich so diesen Part einnehmen wollen, den damals auch bei dieser DSDS-Sache Daniel Kübelberg eingenommen hat. Wenn alle so ganz klare Stimmen haben und auf einmal kommt so ein bisschen die Chör mit der Froschstimme von Daniel Kübelberg. Springst du dann auch von der Aida Luna? Oh, oh, das ist viel zu anstrengend. Alles klar, wir kommen mal zu Frage 2, würde ich sagen. Also, wir haben eine Übereinstimmung auf beiden Seiten gesehen. Es geht also gut los. Wie gut? Oder? Ja, für die Umwelt, komm, für Greta. Okay, alles klar. Für Greta. Mhm. Ja, Christian scheißt auf Greta, ja, auf neue Seite, aber das ist okay. Wofür würde Lars bzw. Christian mehrere Tage oder Nächte vor einem Laden campen? Wofür würde Lars in diesem Fall oder Christian in diesem Fall mehrere Tage oder Nächte vor einem Laden campen? Andreas ist am Grübeln. Oh, ich habe keine Interessen. Das ist das Problem. Scheiße, ja. Christian schreibt viel zu lange. Scheiße. Vor einem Tag hat nach 2 Millisekunden angefangen zu schreiben. Wie kann das denn sein? Ja, es wird falsch sein, aber ist egal. Eieiei. Warte mal. Nach wie vor scheint Team Blau. Kann ich 2 sagen? Nee, ne? Das geht leider nicht. Du musst dich entscheiden. Ich sitze bei Wer wird Millionär. Kann ich 2 Antworten geben? Kann ich jemanden anrufen? Christian. Jetzt tut sich auch zu meiner Rechten, was Lars schreibt. Auch Andreas benutzt den. Ach du Scheiße. Okay, sind alle soweit. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Ich bitte um das Umdrehen der Klemmbretter. In 3, 2, 1, go. Oh. Wir sehen leider keine Übereinstimmung bei. Ihr passt gut aber zusammen. Ja. Keine Übereinstimmung bei Blau dafür. Shoutout, unser ganz schöner Stein, ne? Wegen Laden. Naja, ich wusste, dass wir das nicht lösen können. Was? Na klar, das war jetzt nicht so realistisch. Ja, meine Güte. Saufen. Ja, wir sind die großen Säufer hier. Was hast du aufgeschrieben? Fußball-Tickets. Ich wollte erst FC Bayern Bier schreiben, aber ich war mir nicht sicher, ob es das gibt. Also, Tarkan und Andreas sind sich einig, leider nicht der Sinn des Spiels, aber wir schauen, wie es weitergeht mit der dritten Frage. Überlegt jeweils, wer von euch beiden ist der Witzigere? Alles klar, da wird fleißig geschrieben. Sehr gut, das scheint leichter von der Hand zu gehen als eben. Alle fertig? Sehr gut, wir drehen um. Bei 3, 2, 1, bitte. Und wir sind. Hast du Tag angeschrieben? Ja, ich hab Tag angeschrieben. Ich wusste, dass du Tag angeschrieben hast, deswegen habe ich auch Tag angeschrieben. Übereinstimmung bei Team Blau, bei Team Grün sehen wir ebenfalls eine Übereinstimmung. Alle sind sich einig. Aber fürs Protokoll, ich wusste, dass du zu eitel bist, deinen eigenen Namen zu schreiben. Ja, und ich wusste, dass dir scheißegal ist. Bei uns stimmt's halt einfach, ne? Ja. Ich glaube, so langsam ist es so ein bisschen so eine Selbsttherapie, wenn gefragt wird, okay, wer hat die bessere Podcast-Stimme? Ja. Offensichtlich nicht ich, wer ist der lustiger, warum bin ich überhaupt noch in dem Podcast? Am Ende soll einfach wir beide einen Podcast machen. Ja, und wir machen so eine Familienaufstellung. Sehr gut. Frage 4, Leute. Nicht viel Zeit zum Entspannen. Nun. Hätte Andreas bzw. Tarkan lieber gar keine Haare oder sehr, sehr viele Haare am ganzen Körper? Das ist doch die Frage. Hätte Andreas bzw. Tarkan lieber gar keine Haare oder sehr, sehr viele Haare am ganzen Körper? Am ganzen Körper. Frage, die uns alle sehr beschäftigt. Lass es da überlegen. Ist jetzt aber doch dabei. Ja, okay. Ja, ich blicke mal hier rüber. Tarkan bereits fertig. Christian ist in den letzten Zügen. Andreas fertig, ja? Ja. Ja. Lars auch? Mhm. Alles klar, wir fangen wieder an bei Team Blau in 3, 2, 1. Oha. Was? Bei mir, Tarkan hat sehr viele Haare am ganzen Körper. Okay, das heißt hier. Auch sehr, sehr viele Haare. Das ist schon ein Punkt. Das ist das Gleiche.
Okay, das Ding ist, wenn ich eine Glatze hätte, ich habe den eigenartigsten Kopf der Welt. Das ist wirklich, als wenn da kommt gleich Ridley Scott um die Ecke und dreht den nächsten Alien-Teil. Deswegen sehr, sehr viele Haare sind viel, viel besser als. Wenn du eine Glatze hättest, könnte man von deinem Rücken einfach die Haare hochkämmen. Ja, nach oben. Alles klar, sehr gut. Übereinstimmung bei Team Blau, wie sieht's aus bei Team Grün? Könnt ihr mitziehen? Ganz klar. Ja, sehr, sehr viel. Das eine ist der Ist-Zustand und das andere ist halt sehr, sehr viele Haare. Das kann man ja immer wegrasieren. Kannst ja nichts wegrasieren, was ich da ist. Sehr, sehr viele Übereinstimmungen hier heute. Bis jetzt nur eine Frage, wo ihr falsch gelegen habt jeweils. Schauen wir, wie es bei den nächsten aussieht. Ist ein Selbstläufer, aber es ist ziemlich leichtes an dieser Stelle. Wer braucht morgens länger im Bad? Das ist, denke ich, sehr leicht zu beantworten von euch jeweils. Wer braucht länger im Bad? Tja, jetzt würde es... Na gut, man darf nichts sagen, ne? Man darf ja nichts mehr sagen heutzutage bei Make Nights. Ich weiß, ja, egal. Lars, eindeutig unentschlossen. Ja. Hat jetzt sag mal, so nur einer von euch beiden riecht nach Deo. Alles klar, alle sind fertig. Die Bälle, egal. Schweißgeruch dauert länger, bis man das hinbekommt ab 10 Morgen. Komm, wollen wir mal mit Grün anfangen? Wir fangen jetzt mal mit Grün an hier. Und zwar löst Grün auf in 3, 2, 1... Aha. Ja, also, ich habe das aufgeschrieben, ich mir denke, dass du das denkst, aber das glaube ich tatsächlich. Das ist das Spiel aber auch. Ja, das stimmt. Nee, oh, weil du einfach falsch denkst, das ist das warum Problem. Warum klangst du gerade wie eine Sockenpuppe? Nee, also, das Spiel. Ich habe keine Haare mehr, du föhnst dir die Haare noch, machst dir noch ein bisschen Haarspray rein, dann guckst du, dass dein Bart richtig gibt. Hat mir jemand in einem Live-Podcast, dass du dir die Hoden sogar föhnst? Allein ja, das gut, dauert das 4 Minuten. Ja, das kann man nachhören in der Live-Sendung. Ich gehe überhaupt nicht ins Bad morgens und du musst noch deinen Hund musst du auch sauber machen, oder nicht? Im Bad? Ja. Na gut. Alles klar, Punkt für euch. Geil. Wir haben viel erfahren an dieser Stelle. Wir schauen mal, wie es bei Team Blau aussieht in 3, 2, 1. Wird aufgedeckt. Ja, und ich sehe auf jeden Fall. Ganz ja. Sehr, tagern, sehr oft morgens, also vom Bett straight. Ja, ich, also wirklich, es ist ein Trauerspiel. Ich komme nicht aus dem Bett, also gar nicht, null. Und dann ist Bad einfach das Erste, was man skippt. Deswegen muss ich auch die ganze Zeit immer auf Klo, weil ich morgens die Zeit hatte, auf Klo zu gehen. Ich muss gerade sehr, sehr dringend. Lass einfach laufen. So. Die nächste Frage, Freunde. Es geht um Folgendes. Wie steht's denn eigentlich? Entschuldigung. Ich glaube, wir haben Gleichstand, ne? Weil ihr jeweils immer 4-4, ja. Bis 4-4. Auf einmal richtig gelegen habt. Ist noch möglich. Vielleicht jetzt der erste Punkt, der gemacht werden kann. Come on, baby. Christian beziehungsweise Lars haben zur Podcast-Aufnahme Snacks mitgebracht. Was haben sie dabei? Schweden sich die Geister. Was ist der richtige Snack für den Podcast? Das ist eine gute Frage. Salzgebäck natürlich ungeeignet. Wegen der Crunchigkeit ist es eher Weingummi. Wir werden es sehen. Lars ist noch fleißig am Schreiben. Was? Do it! Ja? Christian bzw. Ja? Lars okay, warte. Mitgebracht. Oh. Dann mach ich's. Keine Ahnung. Nein! Doch. Ja? Go! Okay, komm, wir lösen auf. 3, 2, 1, Grün löst auf. Was? Was? Was hattest du? Destilliertes Wasser. Da dein komisches, du hast auch so einen komischen Wasserfilter. Das darf man nicht trinken, destilliertes Wasser. Liebe Freunde, an dieser Stelle der Hinweis, destilliertes Wasser hat zu wenig Mineralien, als dass ihr es trinken könntet. Lasst das bitte sein. Davon stirbt man nämlich. Als zu wenig Mineralien hat? Aber du hast dieses Wasserfilter-Ding. Es geht doch um Snacks. Wasser ist doch kein Snack. Deswegen dachte ich, bist du unsicher, ob du schreiben solltest. Ja, deswegen habe ich nichts. Weil du dich immer beschwerst, dass ich nichts hab. Gut, jetzt also Alkohol. Die Möglichkeit für Team Blau, ein bisschen davon zu ziehen. Möglicherweise gibt's den ersten Vorsprungspunkt. Wir lösen auf in 3, 2, 1. Come on, die haben wahrscheinlich... Ja. Sehr gut. Gut. Ist doch kein Snack. Naja. Es ist eine Mahlzeit. Ist eine Mahlzeit, ja. Scheiße. Okay. Ja, das wäre möglich gewesen. Podcast, ne? Ja. Was? Dass ich destilliertes Wasser aufschneide? Naja, dein Wasserding da. Gefiltertes Wasser. Du kriegst einen Tee jedes Mal bei mir. Die letzte Frage. Destilliertem Wasser. Entscheidet Mann, sich da schon mal. Wieder verlieren, Andreas. Noch habt ihr die Möglichkeit auszugleichen, dann hätte ich noch eine Stichfrage, aber wir schauen mal. Vielleicht wird es der Sieg für Team Blau. Ihr überlebt einen Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel. Was würde Tarkan bzw. Andreas als erstes tun? Tarkan bzw. Andreas überleben einen Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel. Was tun sie Bier. Als erstes? Ist der andere auch anwesend oder nur man alleine? Wasser destillieren. Ich würde es so sehen, ihr seid wirklich einsam. Ah, okay. Ihr seid einsam, was tut ihr als erstes? Christian Essen durchstreichen.
Leichte Verwirrung. Christian darf nicht verspeist werden. Du bist alleine auf der Insel, ebenso Andreas. Als erstes mich verspeisen, wenn ich auch Lust habe. Sofort, bevor das Flugzeug abgestürzt ist. Wir müssen überleben, Christian. Salzt mich so. So, wie sieht's aus? Zu meiner Rechten. Absolute Unschlüssigkeit. Oh Gott. Lars, du sollst nichts aufmalen. Du sollst jetzt irgendwas... Wobei es ganz schön aussieht. Danke, Mann. Okay. Oh Gott! Sehr gut. Wie sieht's aus bei Team Blau? Auch ich hab's. Unentschlossen. Also, wenn ihr das, also... Hast du was? Wenn ihr da einen Punkt einmacht, kann man keinen Punkt kriegen bei der Frage. Man kann einen Punkt kriegen. Es sei denn, man macht halt... Ja, okay. Vielleicht schenkt Lars Paulsen diesen Punkt sehr leichtfertig ab. Ja, wir werden's sehen. Taka. Oh. Ah, nee, komm. Ah. Sagen. Ach, Andreas, wir werden schon wieder verlieren. Wir holen das Ding. Ich sehe auch, Tarkan hat etwas aufgeschrieben. Alle sind versorgt, ja, sehr gut. Ich würde sagen, um die Spannung zu gewährleisten, wäre es klüger, Team Blau zuerst aufzulösen. Weiß ich nicht, aber machen wir es. Ja. Ist so. Sollen wir, oder? Team Blau löst auf. Aber löst du mal 3, auf, bitte. 2, 1. Ich hab Nickerchen. Ich wollte erst schlafen machen, aber ich war so überfordert, weil es keine echte Antwort ist. Ich habe jetzt einfach aus Überforderung Penis gemalt. Also irgendeiner wird schon masturbieren schreiben. Ja, war mein erster Gedanke, klar. Meiner war auch echt klar. Gut, wenn alle vier das gehört. Alles klar. Ja. Das heißt, jetzt tatsächlich die Möglichkeit auszugleichen. Für Team, wir müssen ein bisschen die Spannung hochhalten. Die Möglichkeit auszugleichen hier für Team Grün. Und wir sehen, ob es klappt. In 3, 2, 1 umdrehen. Also ich glaube, dass er... Was? Ein Lagerfeuer. In die DMs leiden? So ein Drogeriemarkt auf der Insel? Also, wenn es kein Tinder gibt auf der Insel, wirst du schon bei Insta irgendwie gucken und in irgendwelche DMs reinsliden. Weil ich mag den Moment, wenn ihr revealed, am Anfang noch mögen jetzt mittlerweile alles Wasser geschrieben, wenn der Arzt ein Rezept runterrotzt. Vor allem Lagerfeuer, wie soll ich denn darauf kommen? Allerdings. Es ist die einzige ernsthafte Antwort. Moment mal. Also ich fand Penis auch... Ich fand's auch sehr gut. Meine Freunde, es bleibt, wie es immer war. Team NDA, Lars und Andreas können keinen Sieg holen in diesem Spiel. Unser Applaus und Glückwunsch gehört dem Blau, der verdiente Sieger bei Mate Nights. Glückwunsch, gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Und vielen Dank natürlich auch an dich, lieber Marc Lehmann. Schön, dass du dieses Format mal wieder mit Bravour moderiert hast. Du darfst jetzt gehen. Du kannst aber auch bleiben. Ihr müsst allerdings gehen, weil wir alle gehen müssen. Die Show ist vorbei. Deswegen kann ich euch jetzt noch mal... Die Kulisse schon ab. Er verschwindet. Das ist sehr schön. Ich kann euch da draußen nur noch mal sagen und ans Herz legen, den Podcast von diesen beiden schabanten Jungs zu hören, zu abonnieren, eine positive Bewertung auf iTunes reinzuballern, gefühlte Fakten. Schön, dass ihr da wart. Shit. Kommt bald mal wieder. Ey. Frohe Weihnachtszeit euch und gute Tage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch da draußen natürlich auch schon mal frohe Weihnachten, aber es heißt ja noch lange nicht, dass es hier schon vorbei ist. Denn wir haben noch fantastische Musik für euch. Die fantastische Madeline Juno singt jetzt hier gleich bei uns. Andreas, frohe Weihnachten auch dir, ne? Danke, Lars. Sehen uns ein andermal. Vielleicht gewinnen wir irgendwann mal. Nächstes Mal im neuen Jahr kommt dann Vis-a-vis zu uns ins Bällebad. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Aber jetzt gönnt euch mal eine Runde Madeline Juno mit Grund genug. Danke, Jungs. Ich stopf das Loch in meinem Herz, schluck noch ne Pille für den Schmerz, will keinen Schlaf verlieren, Zeit für den Zug von dir. Ich bring meine Taschentücher aus, was von dir übrig bleibt, muss raus. Ich komm zurück zu mir, Zeit für den Zug von dir. Danke für gar nichts, den Rest finde ich ganz allein. Vermisst du mich, dann lass es sein, lass mich sein, lass mich sein. Verdammt, wie lang war ich blind vom künstlichen Sonnenschein. Vermisst du mich, dann lass es sein. Oh, verschwende jemand anderen und wein, wenn ich dir fehl. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug zu gehen. Jetzt lass die Zeit mich heilen, ich hab es eingesehen. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug zu gehen.
genug zu gehen. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug. Ich schütt Benzin auf alle Spuren, die zurück zu dir führen. Ich will nur, dass sie in Flammen stehen, damit ich im Dunkeln sehe. Zum Glück weiß ich noch, wer ich bin. Vielleicht noch viel besser als vorhin. Nur so eine Scheiße schafft's, dass man was daraus macht. Danke für gar nichts, den Rest finde ich ganz allein. Vermisst du mich, dann lass es sein. Oh, oh. Verschwende jemand anderen und wein, wenn ich dir fehl. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug zu gehen. Jetzt lass die Zeit mich heilen, ich hab es eingesehen. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug zu gehen. Grund genug zu gehen. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug zu gehen. Grund genug zu gehen. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug. Danke für gar nichts, den Rest finde ich ganz allein. Vermisst du mich, dann lass es sein, lass mich sein, lass mich sein. Verdammt, wie lang war ich blind vom künstlichen Sonnenschein. Vermisst du mich, dann lass es sein. Verschwende jemand anderen und wein, wenn ich dir fehl. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug zu gehen. Jetzt lass die Zeit mich heilen, ich hab es eingesehen. Kein Grund mehr hier zu sein, ist Grund genug zu gehen. Oh. Genug zu gehen.